Herzlich willkommen! In diesem Erklärvideo lernst du die Sicherheitsregeln im Umgang mit Feuer kennen. Wenn wir Versuche mit Feuer durchführen, ist es wichtig, dass ein Erwachsener dabei ist und du nicht alleine bist. Wir benutzen immer eine feuerfeste Unterlage. Das kann zum Beispiel ein Teller, eine Glasplatte, ein Backblech oder eine Grillmatte sein. Für den Fall der Fälle stellen wir auch einen Eimer oder Becher mit Wasser oder Sand zum Löschen bereit. Wir behalten das Feuer immer im Auge. Wir verlassen also nicht einfach den Raum oder beschäftigen uns mit etwas anderem. Wir achten außerdem darauf, dass wir genügend Abstand zur Flamme halten. Zusätzlich binden wir unsere Haare zusammen, denn Haare sind ein sehr guter Brennstoff. Zum Schluss merken wir uns für den Notfall unbedingt noch die Notrufnummer der Feuerwehr, die 112. Ich wünsche dir jetzt ganz viel Spaß beim Durchführen der Versuche.